Hallo, hallo, Ben Whelan hier und willkommen zu meinem YouTube-Channel und das Ende Teil 1. Okay, so, ich weiß, ihr habt darauf gewartet, 2 Wochen, aber hier sind wir nun mal beim Ende. Wie gesagt, das Ende hat 4, 5 Teile, bin mir noch nicht so ganz sicher, wie viele Teile wir machen werden. Es geht da grundsätzlich eigentlich nur um meine Comebacks und was da so passiert ist auf den Meisterschaften drumherum und zwischendurch und ihr wisst schon, ne? So, also ich hatte ja Februar 1989, da war ich gerade 28 Jahre alt, mein Studio gekauft. Und wenn ich dann was mache, dann mache ich das auch richtig. So habe ich jetzt gesagt, jetzt mache ich meine ganze Energie in das Studio rein, ne? Und da ich sowieso keine Wettkämpfe mehr mache, was soll ich denn jetzt noch mit den ganzen dicken Muskeln so rumrennen, ne? So, dann habe ich ganz schnell also meine Muskeln verloren. Jetzt sagt ihr, ja, es hat mit Stoff zu tun. Nee, 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 hat gar nicht mit Stoff zu tun. Ich habe die praktisch richtig runtergearbeitet. Weil ich wollte einfach wieder leichter sein. Warum soll ich denn jetzt mit der ganzen Muskelmasse da rumrennen, ne? So viel essen, so viel trainieren, für was, wenn ich keine Wettkämpfe mache? Hat überhaupt keinen Sinn für mich gemacht. Und ich wollte mal wieder was anderes machen, habe dann angefangen Fußball zu spielen und ein bisschen später auch American Football. Habe beides zur gleichen Zeit gemacht und ging dann innerhalb von einem Jahr runter auf 83 Kilo. 83 Kilo, also so von 110 nicht. 83 Kilo. 83 Kilo ist so mein Gewicht, wenn ich jetzt natural bin und wenn ich jetzt relativ wenig trainiere und dann natürlich auch nicht mit so einer Intensität. Von Natur aus bin ich ja so der schmälere Typ. Wie ich angefangen habe, war ich so 67 Kilo. Mit 17 und das pendelt sich bei mir ein, also 83 Kilo pendelt es sich ein und das geht dann auch nicht tiefer. Das heißt, ich habe jede Muskelgruppe einmal die Woche trainiert mit 15 Sätzen, aber nicht wirklich intensiv, ne? Einfach nur so ein bisschen rumgeeiert, ein bisschen rumtrainiert und dann wie gesagt Fußball gespielt, American Football und. Ja, war dann die ganze Zeit stabil, also so die ganze Zeit hatte dieses Gewicht. Was lustig war, wenn ich jetzt jemandem eine Übung gezeigt habe, ne? Zum Beispiel für die Arme, sagt, Mann, du machst das nicht richtig, ne? Lass mir dir mal zeigen, wie du dicke Arme kriegst. Ne? Dann haben die mich so angeguckt, wieso soll er mir zeigen, wie ich dicke Arme? Der hatte gar keine dicken Arme mehr. Ne? Also, wenn der jetzt keine dicken Arme mehr hat, dann weiß er jetzt auch natürlich nicht mehr, wie man dicke Arme bekommt. Ne? Ist ja logisch, ne? Bodybuilding-Logik. Hey, du hast jetzt nicht mehr dicke Muskeln, du hast jetzt auch dein Wissen verloren, ne? Und deine Erfahrung. Ist ja klar, ne? Okay, das fand ich immer lustig. Das war in etwa lustig. Aber dann, wenn ich schon mal zurückgegangen bin zum Bodyshop in meinem alten Studio in Köln, wo ich ja jahrelang trainiert hatte mit den ganzen Bodybuildern und kam dann mal zurück, das war dann schon eine etwas andere Erfahrung, weil viele Leute, die mir vorher so richtig in den Arsch gekrochen sind, oh, the Ben, oh, the Ben, the King, die haben mir noch nicht mal mehr guten Tag gesagt, weil jetzt, ne, Ben macht keine Bodybuilding-Wettkämpfe mehr, hat keine großen Muskeln mehr, dem sage ich schon mal guten Tag, was ist denn das für ein Loser, ne? Da geht ja überhaupt nicht der Typ, ne? Das war dann schon so etwas like, okay, ne? war dann schon mal was anderes, ne? So dann kennenzulernen, wie die Leute eigentlich wirklich sind oder waren in dem Moment, ne? So, dann die ganzen Jahre hörte ich dann auch wieder immer so, wie die Leute geredet haben, so, ach, heutzutage hättest du ja sowieso keine Chance mehr, ne? Die Bodybuilder sind jetzt alle so viel besser wie du, ne? Und la 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 la, oder so eine Scheiße, ne? Ich so, ja, okay. Und
dann nach, warte mal, 4, 5 Jahren im Prinzip, nachdem ich retired war, auf einmal hatte ich irgendwie wieder mehr Lust zu trainieren, ne? Und in der ganzen Zwischenzeit sind so viele Dinge passiert. Also erstmal habe ich mein Studio super ans Laufen gebracht. Mein Studio war, als ich das übernommen habe, überhaupt nicht das, was ich gedacht hatte. Ich habe gedacht, ich hätte so und so viele Mitglieder. Und das war überhaupt nicht so, ne? Ich hatte nur die Hälfte von dem, was ich angeblich haben sollte. Aber innerhalb von ein paar Monaten habe ich das Studio richtig aufgebracht. War total voll. Viele Abende, Leute sind reingekommen, wollten trainieren, ne? Oh, scheiße, ne? So voll? Ah, gehe ich wieder nach Hause, ne? Also so voll war das Studio, ne? Totaler Success. Und dann habe ich auch noch ein zweites Geschäft gemacht. Habe ich so alte amerikanische Fahrzeuge rübergeholt und habe dann so Hochzeitsfahrten und all so einen Schmarrn gemacht. Ne? Das lief auch richtig gut. Ne? Und habe dann richtig gut Geld verdient im Studio und damit. Ne? Also es lief richtig gut finanziell. Aber dann hatte ich mit meiner Frau, ne, der Drachen, der hässliche Drachen, so ein Abkommen getroffen, dass sie eine bestimmte Summe bekommt und dass wir dann fertig sind, ne? Auseinandergehen und fertig sind. Aber es musste so ein Jahr, also ich musste sie bezahlen und dann musste ich ein Jahr warten, bis das dann so in Kraft tritt vom Gesetz her. Also ein ganz komisches Ding, ne? Und natürlich so einen Tag, bevor das in Kraft gesetzt worden war, wäre, hätte, ne? Vom Gesetz her, hat sie gesagt, oh, ne, hab ich anders überlegt, mach ich nicht, ne? So, und jetzt habe ich überhaupt keinen Bock mehr auf die Rolle, ne? Bin ich mir so in den Sack gegangen, ne? Wie gesagt, ich habe ständig rumgepoppt sowieso. Hatte ständig Freundin. Und dann habe ich dann das eine Geschäft verkauft und habe dann einen Partner mir reingenommen, also während der ganzen Zeit in mein Studio. So, dann konnte ich dem Drachen mehr Geld geben, ne? Und dann war das halt so, ne? Habe ich dann das eine Geschäft zugemacht. Aber es war mir alles egal, solange ich mit der Olle nichts mehr zu tun haben musste, war das okay, ne? So, und auf einmal hatte ich wieder noch mehr Bock zu trainieren. Und da habe ich so einen Jungen kennengelernt, den Andi Brammel. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie habe ich den jetzt eigentlich kennengelernt? Habe ich den jetzt eigentlich kennengelernt im Urlaub, in Spanien, auf Mallorca? Oder wie war das jetzt noch? Scheiße, kann ich mich echt nicht mehr so gut dran erinnern. Hätte ich ihn mal fragen sollen, ne? Hab noch gerade mit ihm gesprochen, ne? Ja, also das war so ein junger Typ. Ich war 31 und er war 21, ne? Glaube ich so. Ja. So, er war also 10 Jahre jünger als ich. Und wir haben uns super verstanden, ne? War richtig gut. So, und dann kam er in mein Studio und dann haben wir ein paar Mal so zusammen trainiert, ne? Und es war richtig geil, ne? Und ich hatte mir immer mehr Bock so auf Training gehabt, ne? Und dann meine Muskeln haben auch direkt wieder angesprochen. Und dann war es so Dezember 1992, okay? Und dann hatte ich mir schon so Gedanken gemacht, ach, weißt du was, vielleicht machst du mal ein Comeback, ne? Wieso nicht? Und dann hatte ich immer mehr, also immer besser trainiert, schwerer trainiert. Der Andi kam immer rüber gefahren, der wurde schon ziemlich weit weg. Der kam dann immer rüber und dann haben wir zusammen trainiert, wie gesagt. Und dann habe ich ganz relativ schnell, also ich habe nichts genommen, ne? Ich war natural, relativ schnell Muskeln wieder aufgebaut. Und dann im Februar habe ich mich entschlossen, also zu 100%, ich mache jetzt wieder Wettkämpfe, ne? Und da ich ja keine kleine Scheiße für Elefants mache, habe ich gedacht, weißt du was? Ich mache jetzt ein Comeback und ich gehe jetzt zum Mr. Universum mal, ne? Jahrelang nichts gemacht, 83 Kilo, jetzt bereite ich mich auf den Mr. Universum mal vor, ne? Also das hatte mich schon so im Januar gedacht. So, da hatte ich jetzt 9 Monate Zeit, ne? 9 Monate Zeit, um Masse aufzubauen, ne? Und dann Diät zu machen. Also 6 Monate Masse und 3 Monate Diät, ne? So habe ich mir das gedacht. Ah! Ne? Auch immer so eine Herausforderung. Warum nicht, ne? So. Und dann habe ich mich, habe ich meinem Partner erzählt, dem Olaf, habe ich gesagt, weißt du was? Ich gehe jetzt komplett raus aus dem Studium.
gib mir so und so viel und dann sind wir fertig. Und da hat er noch 20.000, die er mir noch geben musste. Da habe ich gesagt, ja, kriegst du später. Ja, natürlich, habe ich nie gesehen. Ist auch egal. Ne? Er war trotzdem ein netter Typ. Das, was mich am meisten geärgert hat, also ich war noch 3 Tage im Studio. Ne? Das waren meine letzten 3 Tage vom Studio, im Februar. Da kriege ich so einen scheiß Telefonanruf. Ne? So ein Typ, ne? Also, pass mal auf, ne? Wenn du jetzt dein Studio nicht verkaufst, ne, fackel ich dir die Bude ab. So, hä? Dann bist du denn? Und dann hat der Typ aufgelegt, ne? So, oh, und ich hasse das, ne? Also du kannst zu mir nichts Schlimmeres tun, als mich blackmailen oder, ne, threaten oder, wie sagt man, also, ach, auf Deutsch, Scheiß weiß ich gar nicht, ne? Da, oh, da bin ich bekloppt, ne? Oh, hab ich den Typen gesehen, ne? Und, jetzt habe ich gedacht, jetzt denkt der, weil der mich angerufen hat, ich, oh, ja, nee, raus, ich kriege jetzt raus aus dem Studio, ne? Weil das war 3 Tage vorher, ne? Denkt ihr, oh, dem hat er angerufen, ne? Da hat der nächste Ring abgehauen, ne? Oh, bis heute bin ich, oh, ne? Wie auch immer. So, dann bin ich dann im Februar raus aus meinem Studio und hab dann bei einem Freund im Studio angefangen zu trainieren. Ne? Und dann der Andy ist dann mit mir gekommen. Und wir waren ein richtig gutes Team. Ne? Wir haben richtig gut trainiert zusammen. Und wie gesagt, das Training lief richtig gut. Und ich bin dann bis auf 95-96 Kilo natural hochgekommen. Ne? Nichts genommen. Natural meine Muskeln bekommen. 95-96 Kilo. Und dann habe ich erst angefangen, ein bisschen was zu nehmen. Ne? Also ich weiß noch genau, 4 Tabletten. Dianabol. Also 20 Milligramm Dianabol habe ich genommen. Ne? Und sonst nichts. So. Und dann war ich auf einmal ganz schnell bis auf 103 Kilo hoch. Ne? Aber natürlich auch fett. Weil ich hatte ja keine Zeit. Ne? Jetzt musste ich ja schnell zunehmen. Ne? Da habe ich natürlich auch schön gefressen. Also da war ich schon relativ fett. Ne? Aber mein Oberkörper war schon wieder gut. Ne? Meine Beine haben so ein bisschen hinterher gehangen. Ne? Warum auch immer. Ne? Weiß ich nicht, vielleicht von dem vielen Laufen, von dem Fußballspielen oder wie auch immer, ne? Also die haben das schon hintergegangen. Und in dem Studio, da war es schon richtig gut, ne? Und auf einmal hast du auch gemerkt, so die Leute, ne? Ah, oh, waren auf einmal alle wieder mehr so, oh, der Ben, ne? Oh, ist jetzt wieder big, ne? Ah, oh, macht ein Comeback und wie auch immer, ne? Und das hat sich dann auch total rumgesprochen. Und dann haben mich auch verschiedene Studiobesitzer wieder angerufen und haben gesagt, oh, komm doch zu mir, trainier mal bei mir, ne? So wie das früher war, in den 80ern. Dann bin ich einfach hingefahren, habe trainiert, habe Geld dafür bekommen. Dieses Mal war es ein bisschen anders. Dann hat dann jemand aus Gummersbach angerufen, ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, war ein ganz netter Typ, war auch im BDB früher, hatte damit was zu tun, komme jetzt leider nicht mehr auf den Namen, und der hat ein Studio in Gummersbach. Dann hat er gesagt, kommt doch her, ne, könnt ihr trainieren, mal einmal die Woche. Und dann ist der Andy und ich einmal die Woche, sind wir immer nach Gummersbach gefahren. Ne? Und dann haben wir auch den Eddie Fletcher kennengelernt. Ne? Kennt ihr den Eddie Fletcher? War ein super Bodybuilder. Ne? Und der hatte aber immer ein Problem, wenn der Wettkampftag war, da hat der niemals, ne, das hinbekommen. Ne? War der immer off irgendwie. Und der hat direkt gesagt, oh, schau mal hier, ne? Ich hab, hier, das, versuch mal das, Clenbuterol, ne? Also Spiropent, und nimm mal das, ne? T3, ne? Schilddrüsenhormon, ja? Und ich hatte ja einmal so eine Erfahrung mit so einem Schilddrüsenhormon. Da war ich 22, vor der deutschen Meisterschaft. Da habe ich das einmal genommen, bin ich mitten in der Nacht aufgewacht, ne? Oh, Scheiße, ne? Rein, abgesetzt, ne? Habe ich ja irgendwas mitgemacht. Und da hatte ich auch keinen Bock drauf. Und da sag ich, nee, 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 das fasse ich jetzt gar nicht an, ne? Aber dann so mit dem Clenbuterol, oh ja, okay, probieren wir mal, ne? Und ich werde nie vergessen, der Andy, ne, hat also jetzt auch noch nie, wir beide niemals Clenbuterol genommen, ne? Im ganzen Leben nicht, ne? Und dann hat der irgendwie gesagt, ah, nehme ich doch mal 5, ne? Und hat der 5 Clenbuterol genommen und ist dann irgendwie mit dem Auto nach Hause gefahren, ne? Und da war der im Auto gefahren und oh, auf einmal fing der so und so zusammen, ne? Und so ein Herr, ne, wäre der fast gestorben. Du kannst
kannst davon sterben, ne? Scheiße, Ennius, was denn da, meine Scheiße, ne? Aber wie gesagt, wir haben das überhaupt nicht gewusst. So, dann wie gesagt, es hatte sich ganz schnell wie ein Lauffeuer rumgesprochen. Oh, der Ben macht ein Comeback, ne? Und dann haben mich natürlich auch sofort einige Sponsoren angerufen, haben gesagt, hey, komm, ich unterstütze dich mit Vitaminen, mit das und das. Und ich, oh, okay, ne? Gut, einfach, ne? Nicht so wie heute. Ha! Und dann hat mich einer angerufen, der hat so Bodybuilding-Videokassetten gemacht. Der hat gesagt, komm, ich will, wir machen ein paar Videokassetten, ne? Ich bezahle dich. Und da sagte, wir machen zwei Videos. Wir machen ein Video, was sagt Comeback, ne? Über dein Comeback. Und dann machen wir ein anderes Video, was heißt Training extrem, ne? Wo du so total extrem trainierst, ne? Mit schweren Gewichten und du zeigst jedem, ne? Ich so, ah, okay. Und dann sind wir dann, also der Andy und ich, wieder nach Gummersbach und dann hat der pretty much das Studio war dann nur für uns an dem Tag, ne? Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir jetzt ein paar Stunden Shoot, ne? Dann haben wir erst das Comeback gedreht, dann habe ich so, bin ich so durch mein ganzes Training gegangen, ne? Hab dann richtig schön trainiert und Interview gemacht und also so eine Scheiße, ne? Also für das Comeback-Video. Und es hat dann bestimmt 6 Stunden gedauert oder so, ne? Oh, total platt! Und dann machen wir platt, dann haben wir gesagt, oh, jetzt machen wir das Video, ne? Training extrem, ne? So, oh, oh, Scheiße, ne? Hab doch gar nichts mehr drauf, ne? Ich sagte, ja, ja. Ich sag, nee, pass mal auf, kann ich nicht machen, dann machen wir einen anderen Tag. Er sagt, nee, 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 meine Produktion, das geht überhaupt nicht, ne? Das müssen wir jetzt irgendwie machen, ne? Sag ich, okay, dann machen wir das. Du filmst jetzt nur mich, mein Gesicht, oder wenn du jetzt die Stange mit den Gewichten filmst, dann hörst du direkt auf nach dem ersten Gewicht, ne? Und er so, okay, ne? So, dann haben wir angefangen und dann haben wir total Kamine gebaut, ne? Richtig schöne Kamine. Dann haben wir so getan, als wollen wir jetzt Schrägbank drücken oder was auch immer machen, ne? Und dann hat er immer nur die erste Scheibe gefilmt, ne? Also eine große Scheibe. Und das waren dann 60 Kilo oder was, ne? Und dann hat er wie die Bekloppten, ne? So richtig rumgeschrien, so total angeschrien, und das waren ganz kleine Gewichte, ne? Total Kamine gemacht, ne? Weil ich war total kaputt, ne? Hätte ich nie was anderes machen können jetzt, ne? Und dann haben wir da nochmal 4, 5 Stunden oder wie auch immer, es waren like 12 Stunden, haben wir da die Videos gedreht. Oh mein Gott, ich war so kaputt, so fertig an dem Tag. Und er sagte zu mir, okay, jetzt kriegst du für jedes Video 400, ne? Ah, 400, okay, 800, ne? Okay, nicht so schlecht. Und dann sagt er, dann unterschreib mir mal, ne? Dann gibst du mir alle Rechte für das Video, lalalala. Ich sage, ja, okay, ne? Hab ich ihm das unterschrieben. Und das war 1993. Und ich schwöre, bis 2010 hat er immer noch meine Videos verkauft, ne? Unfucking glaublich. Und ich habe da auch mal so ein paar Ausschnitte von den Videos und das zeige ich euch gleich mal von dem Comeback-Video, okay? Das andere weiß ich jetzt überhaupt nicht, wo das ist, ne? Training extrem? Ah, keine Ahnung, ne? Aber von dem Comeback-Video zeige ich euch gleich mal so ein paar Ausschnitte, okay? Die kommen jetzt, okay? Und dann sehen wir uns direkt danach wieder. Mein Name ist Norbert Höhn, ich bin 32 Jahre alt und das ist mein Trainingsvideo. Aber bevor ich euch mein Trainingsprogramm etwas näher bringen möchte, würde ich mich gerne euch nochmal vorstellen für all diejenigen, die mich noch nicht kennen oder die, die mich schon fast vergessen haben. Norbert, und ja. Viel Spaß beim Podium. Viel Spaß, ciao.
Okay, so, das war das. Wie gesagt, mein Ziel war die Mr. Universum-Wahl und ich hatte damals in so einem kleinen Häuschen gewohnt, ne? Mit so einer Ollen, ja? Die hieß Ulrike, ja? Aber die war total Banane, ne? So, wir haben zusammen gewohnt und das war dann auch so eine, ne, wie ich mein Studium hatte und genug Geld hatte und alles, da war die immer, oh ja, und da. Und dann, wie ich dann gesagt habe, pass mal auf, ich mache jetzt erstmal nur Bodybuilding, ne? Ich konzentriere mich nur mal auf die Meisterschaft. Dann war das immer, oh, was willst du machen? Und dein Leben ist vorbei und all so eine Scheiße, ne? Und dann war die eines Tages so am Staubsaugen, ne? So, Wohnzimmer. Und dann hat jemand angerufen am Telefon, ne? Und dann war die am Telefon und hat den Staubsauger da liegen gelassen, ne? Und dann ist er so ins Bett gegangen. Und dann habe ich mal geschaut, wie lange die denn jetzt so den Staubsauger da liegen lässt, ne? Nach 5 Tagen habe ich dann den Staubsauger aufgehoben und in die Ecke gestellt, ne? Wie auch immer, so eine Olle war das, ne? Die war total full of shit, ne? Hat mir dann so erzählt, oh, mach dir keine Sorgen, ne? Ja. Sobald es dann soweit war, dann war sie so ziemlich fast durch die Türe. Und dann habe ich gesagt, weißt du auch, Andy, ich schmeiß die Olle raus, willst du nicht mit mir zusammen wohnen? Und dann ist der Andy einfach bei mir eingezogen, ne? Die alle weg und dann der Andy, habe ich dann mit dem Andy zusammen gewohnt, ne? Das war richtig geil. Und zu der Zeit war es auch das erste Mal, dass ich mich jetzt richtig mit Wachstumshormonen beschäftigt habe. Heißt, bis dahin hatte ich niemals Wachstumshormone genommen, ne? Keine Ahnung, was ist denn das für eine Scheiße, ne? Und dann habe ich angefangen, diese Wachstumshormone zu nehmen, aus der Apotheke, super teuer, oh mein Gott, ich sag's euch, war richtig, richtig teuer und, aber es war geil, war total, oh mein Gott, total anders, ne? Also, wie gesagt, ich hatte ja mit 103 Kilo meine Diät angefangen und bin dann im Endeffekt mit 103 Kilo auf die Bühne gegangen bei Mr. Universum, ne? Ha, Wachstumshormone, ne? Aber nicht viel, so 4 ab zu, also ich habe nachher so 4 IUs am Tag genommen, ne? Nicht mehr, ne? Also war schon wirklich teuer. Wie gesagt, nach circa 6 Monaten war ich auf 103 Kilo, ne? Und dann ist es so gewesen, dass mich Leute auf einmal wieder für Gastauftritte haben wollten, ne? So, oh, geil, ne? Ja, mache ich Gastauftritte, ne? Schön. Und dann hatte ich dann einen Gastauftritt gehabt. So, und den Gastauftritt, den zeige ich euch jetzt. Ne? 103 Kilo, aber fett, ne? Fett. Ja, also richtig schön fett. Ne? Könnt ihr auch alles schön sehen. Oberkörper war schon ziemlich gut. Wie gesagt, Beine hinten noch ein bisschen hinterher. Und das war so ein Monat oder so, bevor ich jetzt meine Diät angefangen habe. Aber da habe ich auch so 103 Kilo gewogen. Aber fett, ne? Und wie gesagt, später war ich dann 103 Kilo auf der Bühne. So, und jetzt könnt ihr euch erstmal diesen Gastauftritt anschauen, okay? Und dann sehen wir uns gleich wieder. Monster.
ich hoffe, der Klassauftritt hat euch gefallen. Wie gesagt, ja, ich weiß, war ein bisschen fett, ne? So, dann hatte ich ja dann noch ungefähr 4 Monate bis zur Qualifikation. Natürlich muss ich die Qualifikation machen, ne? Mit unserem lieben Klaus Hoffmann und dann die Mr. Universum-Wahl, ne? So, und in der Zwischenzeit, wo ich in diesem Studio war, da waren echt so einige Weiber, die waren so total scharf auf mich, ne? Da war ich auch so mit einer zusammen, das war so eine Kleine, die war richtig hübsch, aber die war ganz komisch auch so irgendwie, ne? Die hat sie auch nicht mehr so alle auf der Reihe gehabt. Und dann Andy und ich haben öfters so am Studio draußen gesessen und da kam auch so ein Riesentier an, ne? Da war so eine Olle, die war so ein Riesentier, ne? Also ich weiß nicht, so 1,90 oder so, ne? Und die war immer geil, ne? Oder ja, oder mal, ne? Und die war auch überhaupt nicht hübsch. Und Andy und ich, wir haben dann so draußen gesessen, unsere Scherze gemacht, ne? Mit all den Weibern, die hinter uns her waren, ne? Und haben gesagt, ah, Andy, lass uns doch mal eine Liste machen, ne? Jetzt machen wir mal ein Listchen, ne? Ein Listchen mit all den Weibern, die so, ne? Auf uns stehen, ne? Und dann schauen wir mal, wen wir jetzt zuerst so vögeln, ne? Und dann hat die Olle das Gespräch mitbekommen, ne? Und die so, ah, warte mal. Kannst du mich auch auf dein Listchen setzen, ja? Aber bitte oben drauf, ne? Andy und ich, nee, geh mal, ne? Nee, du kommst nicht auf die Liste, ne? Und ich so, oh, wieso denn nicht, ne? Lass mich doch, bitte, mach mich doch auf dein Listchen, ne? Und dann denkst du, Andy, nee, du kommst nicht auf unsere Liste, ne? Und dann, das Beste war, dass der Studiobesitzer die Olle noch gevögelt hat. Das ist eine ganz andere Geschichte, ne? Da wollte ich jetzt überhaupt nicht drüber reden. Und dann war da noch so einige andere Frauen, die dann wirklich so auf einmal so scharf auf mich waren. Holy shit, ne? Alle verheiratet, also eine Scheiße. Dann hatte ich da bin ich in so einen Posingraum reingegangen, ne? Dann kam die auf einmal mir hinterher, ne? Und dann wollten die Vögel und weiß ich nicht was, ne? Ich sag, okay, no, ne? So, also, war schon so das Ding, ne? Und dann hatte ich noch so einen anderen Gastauftritt vom Willi, ne? Ich weiß nicht, ich hab da so eine Olle begleitet auf so einer Meisterschaft. Und da waren wir auf der Meisterschaft und auf einmal kommt der Willi angefahren und sagt, hey, so, hey, Willi. Und er sagt, ah, oh, willst du nicht einen Gastauftritt machen? Ich sage, einen Gastauftritt, ne? Ich bin noch nicht mal rasiert, keine Creme. Da ist scheißegal, ne? Komm, mach doch einen Gastauftritt. Und ich bezahle mir, ne? So viel, wie ich in meiner Tasche habe. Ich sage, Willi, was hat der so viel in meiner Tasche? Ich hab hier einen Batzen Geld in meiner Tasche, ne? Und keine Ahnung, wie viel das ist, ne? Aber wenn du jetzt einen Gastauftritt bei mir im Studio machst, so jetzt in einer Stunde, kriegst du das Geld, ne? Ich sage, Willi, lass uns fahren, ne? Und dann sind wir dann zum Willi ins Studio und dann hat er dann irgendwelche Rasierer organisiert, ne? Dann haben wir erstmal schön alles rasiert, ne? Und dann haben wir natürlich auch so eine Olle, ne? Die war so, ihr wisst, diese Olle. Oh, kann ich dich einschmieren? Ne? Und dann schön mit Öl eingeschmiert. Und ja, oh, ist so geil, ne? War wieder so eine, oh, ist so geil, ne? Oh, ist so geil, ne? Oh, bin ich, oh. Ich mal haben könnte, ne? Oh, das ist so super, ne? So, ja, ne? Andermal, ne? So, dann habe ich dann meinem Willi einen schönen Gastauftritt gemacht. So. Und bin dann wieder zurück zur Meisterschaft gefahren. Dann haben wir unsere Diät angefangen und wie gesagt, Andy hatte sich auch vorbereitet auf die deutsche Meisterschaft, die deutsche Newcomer-Meisterschaft und die deutsche, war es jetzt die internationale deutsche Meisterschaft oder die deutsche Meisterschaft? Das weiß ich nicht mehr so genau. Ich glaube, es war die internationale deutsche Meisterschaft. Und der Andy war ja noch ein Junior, ne? Damals hatten die das ja geändert mit der Altersgrenze, ne? Jetzt auch auf einmal konntest du mit 21 noch ein Junior sein und hatte der sich da vorbereitet. Und Indy war auch so einer, ne? Der hat auch mal gerne so. Den habe ich dann mal in der Nacht schon mal öfters so in der Küche getroffen, ne? Bin ich aufgestanden, muss ich pissen oder wie auch immer, ne? Dann gehe ich in die Küche und dann steht der Indy da. So, Andy,
Was machst du da mit der Scheiße, ne? Ah ja, ich hab so einen Hunger, ne? Ich muss nur ein paar Crackers essen, ne? Und da hat er dann so, ich weiß nicht mal, Oatmeal oder Müsli oder so eine Scheiße, so ein Ding, nur oh, Smacks, oh, ein Scheiß, ne? Hat sich der Andy dann mitten in der Nacht reingezogen, ne? Voll der Cheater, ne? So Andy, kannst du nicht machen, so eine Scheiße, ne? Oh ja, ich bin so hungrig, ne? Ich hab so einen Hunger, ne? Da, komm jetzt, ne? Geh ins Bett, ne? Hör auf. Und dann hat der Andy mal so Side-Injections gemacht. Oh, ich mach jetzt mal Side-Injections, ne? Ich war ja nie da so ein Freund von, ne? Da musste man aufpassen. Und dann hat er sich ins Bein einmal reingemacht, ne? Dann konnte er natürlich nicht mehr laufen, ne? Drei Tage. Oh, oh, oh. Ne? Das war so eine Scheiße, ne? Und dann in den Trizeps. Aber irgendwie, normalerweise in den Trizeps ist ja gar nicht so schlimm, ne? Aber irgendwie hat sich in den Trizeps da so eine Spritze reingehauen und hatte eine totale Inflammation bekommen, ne? War total krank, ne? Also mit Fieber und all diesen Scheiß, ne? Ins Bett liegen, drei Tage voll krank, ne? Und da hat er sich gerade wiederholt, ne? Hat er dann nochmal so ein Ding gemacht, ne? In die andere Seite rein, ne? Und wieder krank, ne? Ich sag, Andy, machst du für eine Scheiße, ne? Ich watsche jetzt mal eine, ne? So kack, ja? Und dann hat er aber das, Gott sei Dank, dann auch aufgehört. Und dann ist der Andy zur deutschen Newcomer-Meisterschaft gefahren und hat natürlich auch dort gewonnen, ne? Bei den Junioren und dann später bei der internationalen Deutschen kam er auf den dritten Platz, soweit ich mich erinnern kann. Und er sah schon richtig gut aus. Und ich meine, er hätte besser aussehen können, ne? Wenn er jetzt da nicht mitten in der Nacht diese Cracker oder wie auch immer gefressen hätte, ne? Aber ja, ne? Scheiße passiert und es war seine erste richtige Diät und dann ist man dann schon mal ein bisschen schwach, so wie ihr das wisst, ne? Von meinen Geschichten. Wie ich, ne, am Anfang ja auch nicht so super war mit meinen Diäten, ne? Aber wie gesagt, für mich war das diesmal ganz anders durch die Wachstumshormone, hatte ich ja viel, viel mehr Hunger und war ganz, ganz anders, ne? Und du konntest auch ganz anders trainieren. Und wie gesagt, Andy und ich, wir haben super zusammen gepasst und wir haben super zusammen trainiert. Also das war eine richtig geile Zeit. Andy war ein richtig guter Trainingspartner. Und dann war es circa 2 Wochen vor der Qualifikation für die Mr. Universum-Wahl. Und das war's für heute. Das Ende Teil 1, Part 1. Und das nächste Mal geht's weiter mit das Ende Teil 1, Part 2 der Qualifikation für den Mr. Universum-Wahl. Was da abgelaufen ist. Und dann natürlich die Mr. Universum-Wahl und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, darüber reden wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liked meine Videos, macht schöne Kommentare, ne, auf YouTube, auf Facebook, wo auch immer. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir alle so treu bleibt. Und wir sehen uns wieder nächsten Sonntag um die gleiche Zeit. Okay, bis dahin, Ben Wellen says.